Moin Leute, was geht ab? Willkommen zur, wo sind wir? Dritten Folge vom Hunter Let's Play hier. Direkt eingeloggt. Wollen wir auch direkt mal starten, damit wir nicht zu viel Zeit verplempern. So, ich soll hier ein Geheimnis lüften. Da hat bestimmt der Dicke hier irgendwas mit zu tun. Kann das sein? Ich habe euch etwas zu essen gebracht. Okay. Klick, klick, klick. Oh Mann, ey. Ich habe das nur kurz überflogen, aber ich glaube, da war eine Frage, wie oft müsst ihr denn, es ging um Essen. Das hier vielleicht irgendwas mit irgendwelchen Ausstößen zu tun? Ups. Jetzt habe ich ausnahmsweise, aus Versehen das Video beendet. Egal, das schneide ich zusammen. Ist ja kein Problem. Haben wir halt zwei Teile. Muss ich mir nur merken. So, was geht hier jetzt? Versucht, den zu fördern. Habe ich denn was hier für ihn? Was soll das? Habe ich hier gerade irgendwas gekriegt? Ich muss mal eben kurz gucken. Wie soll ich den denn füttern? Besorgt euch einen Apfel in Riesengröße von dem Gnomenturm in den verlassenen Gegenden. Wo ist hier ein Gnomenturm? Unten an der Küste südlich des Geheimlabors. Okay. Ah, da kommt das ja her mit den blauen Markierungen da. Was ist denn hier mit dem Autopilot-Addon? Wo ist denn das? Das ist gar nicht an, ne? Der zeigt mir hier auch nichts an. Da muss ich mal eben kurz checken. Azeroth Autopilot. So. Neu laden. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht im Reload-Screen. Und er lädt. Und er lädt. Oh, hier, genau vorm Gesicht. Das will ich nicht. Ah, guck mal. Jetzt habe ich hier rote Punkte. Grüne. Scheiße. Komm ich hier überhaupt runter, ohne zu sterben? Schon ein paar Mobs hier. Na komm. Schicken wir das Viech rauf. Der macht das schon. Habe ich nicht eigentlich auch schon so einen Rücksprung? Da ist er, ja. Oh. Das ist natürlich auch nicht so cool. Wenn man bergab springt, kriegt man natürlich auch ein bisschen Damage rein. Passt ein bisschen logisch, ne? So. Wo ist denn hier ein Gnomenturm? Das soll ein Turm sein? Sieht für mich aber nicht aus wie ein Turm. Boah, und ich sterbe gleich. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen drauf aufpassen sollen. Peinliche Nummer. Aber warum habe ich überhaupt diese Namenspaletten an? Alle Namenspaletten ausblenden. Plaketten, nicht Paletten. Schöne Euro-Palette über den Kopf oder was? Das ist immer so, wenn man in diesem Immortal-Modus denn ist und einfach durchrusht. Ne? Mit manchen Chars mag es ja auch gehen. Das war jetzt wohl gerade zu viel des Guten. Egal. Ich könnte eigentlich mal meinen Umhang verzaubern. Ich habe hier so eine Verzauberung noch in der Tasche, die habe ich mir mit rüber geschickt vom Krieger und die scheint irgendwie skalieren zu tun, zu bla. Scheint zu skalieren, wollte ich sagen. Ach, ihr versteht mich schon. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
Mich versteht eh keiner. Piech, wo bist du? Das muss ich ja alles noch lernen. Muss ein bisschen schneller gehen. Hier, Tötungsbefehl, rauf da. Damage. Jo, kannst du hier mal spotten, oder was? Oder hast du da nicht so Bock drauf? Zwischendurch mal das Tier heilen. Und die ganz hinten kommen die an, oder was? Dann musst du die hier erstmal ein bisschen akkulisieren, mein liebes kleines Pet. Ein so ein Selfie habe ich ja, aber es sind 2 Minuten Cooldown. Das heißt, ich sollte nicht so zu oft in die Verlegenheit geraten, das Ding zu brauchen. Auf da. Mach dich nützlich, wofür fütter ich dich? Muss man die eigentlich noch füttern hier in Retail? Ich glaube nicht. Ich muss dir etwas anvisieren. Das mit Zufriedenheit und sowas gibt's ja alles gar nicht mehr. So, was gibt's jetzt hier? Ah, guck mal, hier Abführmittel in Riesengröße. Und damit gehe ich jetzt los und fütter ihn eine Runde, oder wie? Aber erstmal mache ich hier noch 2 Gnomis kaputt. Toll. Und bergauf funktioniert dieser Rückzugssprung nicht, oder was? War das nur einer jetzt, oder wie? Da ist noch einer. Los, komm. Schnapp ihn dir. Gut, dass ich immer so viel loote, ne? Quasi nicht. Nix, quasi. Und anscheinend habe ich auch vergessen, dass man jetzt ab 20 schon mounten kann. Auf jeden Fall nutze ich das immer nicht so oft. Aber hier kann man sich jetzt ja mal schön durchgrinden, ne? Nicht wahr? Zwischendurch mal das Pad healen. Habe ich eigentlich schon eine Frostfalle oder so? Nee, ne? Doch. Eiskältefalle. Muss ich mal ausprobieren. Daneben, daneben, daneben. Ist ja witzig. Ah, da ist jemand in meine Falle getappt. Er ist getappt, den haben wir da eiskalt reingezogen, oder was? Also ich muss schon sagen, wenn man diese Videos so ungefähr auf eine 30 Minuten begrenzen will, und dann merkt, okay, man schafft ja nur 1-2 Level in 30 Minuten, was mega viel ist, wenn man bedenkt, dass man in der Classic irgendwie 4 Stunden für ein Level braucht. Ab einer gewissen Stufe. Dann geht das aber doch gar nicht so schnell, wie man dachte. Oder wie ich dachte in dem Fall. Ja, hat geklappt, oder hat? Geil. Und dann wollte ich nochmal eine Sache machen hier. Da. Wie heißt der Scheiß? Reittiere. Das hier. Das muss da hin. Wenn ich meinen Händler dabei habe am Start hier immer. Mein weise Mammut. Mein Tier jetzt eigentlich nicht da, oder was ist hier los? Können wir auch mal heilen. Ich bin bereit. Verkleinert mich. Und was soll ich jetzt machen? Nur mal Angst einjagen. Ich bin mega langsam.
Muss das sein? Oder habe ich hier schon wieder irgendwas übersehen? Wieso habe ich hier TomTom an? Irgendwas stimmt ja mit meinen Addons nichts mehr. Ich habe doch hier gar nichts gemacht, Jungs. Und Mädels natürlich. Wieso habe ich TomTom überhaupt noch auf, Junge? Ich finde TomTom gar nicht so cool. Ehrlich gesagt. Weil ist immer noch da. Und die Grünen schicken mich eigentlich auch weg. Komm schon. Ein Gepard ist mal ein bisschen schneller. Wie sehe ich denn hier so aus, Mini Klein? Was zu meinem Viech kommt hier riesengroß mit. Ich hoffe, das geht so und ich muss nicht wieder zurück. Oh. Ist ja richtig nervig. Ich habe jetzt heute Abend übrigens den Schritt gewagt und meine Gilde gewechselt. Beziehungsweise verlassen. Weil, ja, keine Ahnung, da war einfach nichts mehr los. Die war total eingeschlafen, ne? Eigentlich schade drum. Weil die Leute, die da aktiv waren, diese zwei, drei Stück, die mochte ich eigentlich ganz gerne. Oh, guck mal, hier steht's doch. Ich bin so blöd, warum lese ich das denn nicht? Mach das weg. Ich muss mir hier so eine Raketenbahn-Dings mieten. Ah, nee, eine Ratte. Mann, ey. Guck mal, hier sind sie doch, ey. Dann geht das wahrscheinlich auch schneller. Pushen. Treibt eure Ratte zu einem denkwürdigen Geschwindigkeitsschub an. Boah, jetzt geht's richtig ab. Ist auch geil, auf so einer Ratte zu reiten. Kann man die auch als großes Reittier kriegen? Bestimmt, ne? Und hat er jetzt Angst oder ne? Betäubt. Schön eine Small gekriegt von dem Ding. So, also Gilde gewechselt. Jetzt habe ich eine neue gefunden. Da bin ich mal gespannt. Die sind jetzt gerade erst im Aufbau seit ein, zwei Wochen. Was einerseits natürlich scheitern kann. Andererseits finde ich es auch ganz gut, weil wenn du in so einen geschworenen Haufen, reinkommst, dann ist es viel schwieriger, sich zu integrieren, als wenn halt alle neu sind, ne? Deswegen bin ich mal gespannt. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie gut die Leute da sind oder sowieso, darum geht es mir auch gar nicht, ist mir scheißegal. Ich will einfach irgendwie for fun spielen und wenn die halt kacke sind, dann sind die Hauptsache hoffentlich ein bisschen ehrgeizig und dann kann man das alles mit denen erarbeiten und das ist völlig okay für mich. Weil Hauptsache die Leute sind da, man hat Spaß und man, ja, man steigert sich halt zusammen denn so, ne? Aber mir ging das in alten Gildern auf den Sack. Du hast ja irgendwie einen Key gepostet oder so und teilweise hat nicht mal jemand geantwortet. Und random seht ihr ja bei meinen wöchentlichen Let's Plays, was dabei dann so meistens rauskam. Schon nicht mehr. Habe ich nicht so die Lust zu. Ich werde es trotzdem noch tun, klar. Man kann ja nicht immer interne Gruppen haben, aber es sollte nicht mein Standard sein. So, Thema abgeschlossen. Wir sind jetzt hier beim Hunter. Was muss ich denn hier überhaupt machen? Als erstes sagt er zu mir, aber ich soll die Quest abgeben. Wenn der das sagt, hat das bis jetzt meistens Sinn gemacht. Zwecks Folgequest. Whatever. Irgendwas kommt dann bestimmt danach, was Sinn macht. Außerdem kann man hier auf dem Weg schon mal so ein bisschen was wegballern. Mal ein bisschen Waffen hier. Wenn ich weiter so viel pull, dann muss ich tatsächlich bald mal meine Frostfalle benutzen, glaube ich. Weil eigentlich machen wir ja mega viel Schaden.
brauchen wir uns ja nichts vormachen. Durch die Account-gebundenen Items geht das halt schon krass ab, was wir hier tun. Also, Twitch und ich. Twitch ist mein Wolf übrigens. Und mein Char heißt Timbomoto. Vielleicht kommen dann die Leute da drauf und gucken nach Timbomoto auf Twitch. Werbung und PR ist alles. Ich habe kein Ziel. So. Da sind auch noch Mobs, die bewachen da irgendwas. Mach die weg. Bitchy Boy. Oh, mein Rücken. Ich habe kein Ziel. Oh, ein Heiltrank. Kann man immer gebrauchen. Den nehmen wir uns hier auf Shift 4. Shift-Maustaste 4. So. So kann ich jetzt abgeben. Hugo geht wieder alleine. Ich habe wieder keine Ahnung, was jetzt hier passiert ist. Die grünen Pfeile schicken mich dahin. Was macht hier denn so komische Geräusche? Ich glaube, wir haben da was gezogen. Guck mal, da ist was. Da müssen wir hin. Wie viel haben wir noch bis Level? 7 Minuten, sagt er mir. Okay, schauen wir mal. Der Rückzug haut ja überhaupt nicht hin. So, was ist das hier? Schlüsselsteinscherbe. Beinschere 4. Aspekt des Geparden. Das mit den Aspekten finde ich ein bisschen komisch. Ich meine, gut, da sind auch viele Leute mit gefailed in den Dungeons, dass sie einfach den Aspekt angelassen haben. Und die Leute waren andauernd benommen. Aber, ja. Alles, was das Spiel immer so einfacher macht, nimmt auch so ein bisschen was von der Spieltiefe und die Möglichkeit, sich von anderen Spielern zu unterscheiden, ne? Ich meine, gute und schlechte Spieler wird es immer geben. Da brauchen wir keine Angst haben, dass das mal irgendwann weg sein wird. Die würde es selbst geben, wenn jeder Char nur ein Zwei-Tasten-Char wäre, ne? Ist einfach mal so. So, irgendeine Quest habe ich hier fertig. Und den müssen wir noch eben töten, Twitch. Das nützt nichts. Gut, dass ich mit meinem Wolf rede. Als wäre er neben mir. Das ist eine Seelenverwandtschaft. So, ich habe 3 Fragezeichen hier. Ist das nicht hier die Gnomeninsel da? Nö. Aber das ist eine riesige Kanone. Wo schießt die mich denn hin? Auf einen anderen Kontinent? Weiß nicht mal, ob die überhaupt für mich ist. Wo sind die Fragezeichen? Da ist einer. Ja, guck mal, das war schon wieder Level Up. 34. Bam, 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 bam. Begleiter 3 rufen. Wieso habe ich die denn nicht hier? Ich muss ja noch bald mal ein Tier zähmen, ne? Wo habe ich denn eigentlich meine Wildtierfähigkeiten? Begleiter rufen. Begleitersteuerung. Sieht ja so ähnlich aus wie Tier heilen. Muss ich da hin? Irgendeine Lady töten. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich mir sonst für ein Viech töten soll. Das ist doch ganz geil, wenn die hier... Euer Lebensraub. Lebensraub ist gar nicht so schlecht. Ich kann natürlich was Tankigeres nehmen, aber braucht man das? Ich muss
zuerst was anvisieren. Habe ich irgendwie nicht so das Gefühl. So. Wieso haben die mich eigentlich gerade dismounted? Nächstes Level 9 Minuten. Ist das hier nur eine 10 bis 15 Minuten pro Level oder was? Wo sind wir eigentlich? 34. Wo haben wir angefangen? 24? Naja, bei 20 halt, aber mit der Serie hier auf YouTube meine ich jetzt mal. Da gab es ja so einen kleinen Fauxpas meinerseits. Ist halt mal so. Geil. Boah, hier ein Rahmob. Rare. Den holen wir uns. Voll gebufft gehen wir da ran. 150 DPS. Schon down. Und der hat ja schon 9 KEP gebracht, der einzelne Mob. Schön Kopf. Brauche ich nicht. Ich habe Account gebunden, wenn es darf. Hier, gehen wir da ran. Die machen irgendwie Stress hier alle. Ich freue mich schon den... Ich glaube, ich werde den Hunt auf jeden Fall im Mythic Dungeon spielen. Ich freue mich da schon richtig drauf, mal wieder ein DD zu spielen im Endgame. Habe ich nur von Anfang Beef, ey, habe ich meinen Schurken ein bisschen gespielt. Ansonsten nur Tank oder Heal. Aber ich habe auch nur den ersten Patch und den letzten und diesen hier jetzt gespielt, sonst war ich im BFA auch komplett raus. Ey, wo willst du denn hin? Oh. So, jetzt die Tante hier. Erstmal Dorten. Tötungsbefehl. Action. Pet heilen. Die hält ganz schön was aus hier, die Tante, kann das sein? Spinnt wohl. So, jetzt habe ich aber einen dicken Buff hier. Zorn des Wildtiers, verursachte Schaden 25% erhöht. Und der Begleiter macht auch 25% mehr. Geht ja richtig ab. Verzauberung habe ich immer noch nicht gesetzt, ne? Und mein EP-Drink muss ich nochmal nehmen. Dann geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Oh, jetzt habe ich 2 getrunken und der stackt nicht. Volle Knolle, ey. Voll Idiot. Boah, verzaubert, hat funktioniert. 2 Crit, 2 Geschwindigkeit. Geile VZ. Das für ein Schädel. Stone Face. Ich bin zu weit weg. Interrupten die Tante. Was ist denn das für ein grüner Strahl? Ist der vielleicht kacke? Macht erfüllt. Der Kraftstein hat sich verstärkt. Toll, ich bin aber auch so ein Trottel, ne? Bitch, bleib mal da drauf. Ich regel das hier. Falle. Kraftstein. Habe ich ihn jetzt deaktiviert? Guck mal, jetzt kann die gar nichts mehr. Manchmal muss man echt lesen, ne? Oder halt seine Erfahrung auf die harte Tour lernen. Ey, ist so. Aber hat ja geklappt. Und das, sowas sollte niemals möglich sein, eigentlich. Mit Classic wäre das nicht geklappt. Jetzt fange ich schon wieder mein Classic-Scheißgelaber an. Sorry, wollte ich nicht. Aber ich finde, wenn man irgendwas grob falsch spielt, so wie ich gerade, darf es nicht trotzdem funktionieren. Es hat jetzt ja einfach nur länger gedauert, sonst war ja nichts los. Was vielleicht auch an den Account gebundenen Klamotten liegen mag, ne?
jetzt schon wieder alle. Egal. 9 Minuten bis Level Up, sagt er mir. Was ist denn das hier? 60%. Da kommt ja ein bisschen Classic-Feeling auf, aber das ist ja mit Level 40 schon vorbei. Das sind ja nur noch 6 Level. Und mit 60 kann man ja schon reiten. Fliegen. So, was habe ich hier gekriegt? Da war ein Pfeil drauf, ne? Juckt mich das irgendwie? Handschuhe 34, jo, zieh an. Wo soll ich jetzt hinfliegen? Talking for a free flight. Wen soll ich talken? Den da. Macht er Automatic. Automatic. Jetzt geht's darüber. So Leute, wie es weitergeht mit dieser mysteriösen Kanone, sehen Sie in der nächsten Folge. Bitte schalten Sie wieder ein. Spaß beiseite. Wir machen hier den Cut. Ja. Und tatsächlich, im nächsten Video geht's weiter, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like hier. Wenn nicht, mache auch einen Daumen nach unten. Auch kann ich mit umgehen. Ja. Aber ich brauche so ein bisschen Feedback. Wenn ich mich verbessern möchte, muss ich halt wissen, woran es liegt und sowas, ne? Okay, Leute. Egal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Ciao.